Und damit hallo. Boah, ey, wieder der Erlutscher und der Bio-Kacker, ey. Zarok ist mal wieder ein bisschen mad, weil er leider gerade zwei Spiele verloren hat. Sagt der, den Overcharge nicht trifft. Tja, sagt der, der kein Gas abbaut. Sagt der Wahrheiten über das Spiel erzählt. Aber dass wir Mars Air immer noch nicht fix gekriegt haben, ist schon vom Fred. Das ist schon traurig, dass wir das noch verloren haben. Ist das wirklich so schwierig, dieses Mars Air zu fixen? Er sollte Zellets bauen. Das war echt schade. Also scheinbar ist Fixen von Einheiten ziemlich schwierig für Blizzard. Das ist echt schade. Aber wenn man eben Zellets gegen Carrier baut, dann sieht man, was da rauskommt. Ja, weißt du, alles wird genervt, aber Mars Air, das wird stark. Das ist überhaupt nicht wahr. Das wird einfach nicht verändert. Weil es auch nicht immer ist. Nee. Und wenn man Zellets gegen Carrier baut, dann ist natürlich klar. Okay, dann baue ich das nächste Mal einfach gar nichts. Das ist auch okay. Wenn du mir dann das Geld gibst, bin ich damit sehr zufrieden. Nein, Quatsch. So, wir machen wieder einen frühen Harassment gegen den Protoss. Nee, jetzt wir wissen ja auch, was er geht. Doch, mach mal. Oder ist er jetzt beleidigt? Nachdem Bayern nee, jetzt wollte ich auch auf R gespielt hat. Jetzt wollte ich auch auf R gehen. Ja, ist okay. Mach aber trotzdem Double Adept vorher. Okay. Da habe ich nichts gegen. Aber du musst dann auf Phoenixes gehen am Anfang, ne? Damit du mehr Phoenixes hast als der. Also viel Gas einsparen am besten am Anfang. Nur Adepten. Okay. Vielleicht den Mothership Core sogar leicht delayen. Da musst du aber jetzt auch noch 2 Sekunden länger warten, weil dann hast du spät angekündigt. Ja, aber es wäre gut, wenn wir gleich mit Reaper und 2 Adepten direkt schaden. Ich kann keinen Reaper bauen. Ja, ich aber. Du bist Terra. Ach, ja, okay. Dann ist es vorbei. Nergo und Terraner, das war noch nie eine gute Nachricht. So, also ich bin jetzt gleich auf dem Weg drüben, ne? Auf dem Weg drüben bin ich. Ich schicke so schnell nach, wie ich kann. Aber laufen müssen sie selbst noch. Kann ich nichts dafür. Muss ich laufen und über Hause spielen, das Jugelöw. Ja, gibt wieder das Stargate. Diesmal haben wir 2 Zellets vorweggebaut. Ich muss erstmal den Reaper bei mir verteidigen. Ja, aber du hast 2 Dingens. Ja, ja, easy. Das ist kein Problem. Aber ich bin halt ein bisschen später drüben jetzt, deswegen. Ja, das ist schade. Aber ich musste ja meine Base verteidigen, ja? Das gleich ich mir nicht ankreiden, dass ich da jetzt schuld bin. Der Reaper ist bei dir, habe ich das Gefühl. Oh, das ist unschön, weil gerade habe ich meine beiden nach vorne geschickt. Aber er hat sich surrounden lassen. Warum geht denn die Probe jetzt da nach vorne? Kommst du jetzt? Bin da. Kommst du nicht? Bin da, ich laufe. Ich müsste eigentlich vor den Overcharge forcen. Hat er gemacht. Ist da. Vor den Overcharges an. Oh, jetzt hat er 2. Ja, die Zellets hat er ja schon die ganze Zeit. Unser Denken gleicht sich. Nur die gut, das wird diesmal nichts gegen. Ja, wir ziehen uns zurück. Die Schlacht. Warum hab ich da denn nicht? Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Warum der hier nicht auch ein Hotkey war, weiß ich allerdings auch nicht. Das kann ich dir auch nichts sagen. Bauen. Teleportation erforderlich. So. Okay, mit Game Follow-up. Okay. Das ist nicht schön. Das ist nicht wunderschön. Du solltest trotzdem hier gleich auf deinen Pilot achten, ne? Ja, oder 2 muss er ja diesmal machen, weil ich ja nicht helfen kann. Wo ist er denn? Kann ich machen. Wir sollten auf jeden Fall pushen, bevor er viele Carrier hat. Ach nee, du willst ja auch auf R gehen. Ich hoffe, du hast schon 2. Stargate. Ja, hab ich. In der Tat. Ist gut. Und du kannst auch +1 im Cybercore erforschen, wenn du willst. Aber Phoenixes bauen und Chrono boosten. Dringend. Mit beiden Dingen. Sofort. Okay. Was kommt denn da? Meine Widow meint zu spät. Teleportation erfolgreich. Ihr habt
Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich brauche weiter Workers, ne? Ja, aber Mars Phoenixes, ne? Phoenix, du warst schon wieder keine Phoenixes. Ihr habt nicht genügend Mineralien! Das ist absolut kritisch. Und das Medivac jetzt abfangen, schnell! Schnell! Schnell, hinterher! Oh, Zyrock, du gabst einfach Move-Command mit Phoenixes, ne? Die schießen automatisch, die können beides gleichzeitig. Und jetzt liften! Nicht alles gleichzeitig liften. Genau. Also bei Phoenixes, da ist ja noch was! Bei den Phoenixes ist es sehr, sehr wichtig, dass du nur mit Move-Command arbeitest, weil die schießen automatisch. Es sei denn, du liftest natürlich. Das wusste ich nicht, dass die automatisch schießen. Ich füge mich. Da tut mir leid, kannst du nämlich wunderbar deshalb dich hin und her manövrieren. Ja, das wusste ich ja nicht, Nergorix. Ist in Ordnung, das wusste ich nicht. Bitte? Hast du echt noch nie Phoenixes gebaut? Nee. Das sind seine Phoenixes, die kannst du gut mit deinen Phoenixes angreifen, bevor du alles verlierst. Das ist schön. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Du hast weniger Phoenixes als er, dann darfst du nicht engagen. Das war mir nicht bewusst, dass du so stark da gefailt hast mit dem Bauch. Du brauchst ja schon wieder keine Phoenixes, Cyrox. So, das sind gerade zwei aus den Stargates gekommen! Ja, du darfst Alter! Keine Eidezeiten haben. Du darfst keine Eidezeiten haben, wenn du Phoenix gegen Phoenix. Ach, ich geb dir kleine Eidezeit, ey! Eidel, darfst du nicht. Absolut nicht. Das ist das Schlimmste, was du haben kannst. Weil jetzt hat er mehr als du und damit sind deine Phoenixes nichts wert. Ihr benötigt mehr Vespingas. Mein Gott! Ja, Phoenix ist sowieso doof. Das ist einer der Gegner, hat sie, ne? Dann sind die echt immer und Blizzard sollte mal was dagegen. Nee, das steht auch nicht in der Beschreibung. Schießen automatisch, wenn Move Command. Ja, man kann halt davon ausgehen, dass man nach 250 Folgen vielleicht auch irgendwann mal. Nee, ich meine auch für neue Spiele. Da steht nirgends, dass die automatisch schießen, wenn sie auf Move Command. Neue Spieler sollten sowieso keine Phoenixes spielen. Außerdem bin ich mir da nicht mal so sicher. Teleportation erfolgreich. Nicht Oracle! Dann läuft der schon wieder wie geschmiert. Hast du auch Worker gebaut, vernünftig? Ein bisschen. Teleportation erfolgreich. Kann ich verschlafen? Kann ich alles gleichzeitig? Das wird keine gute Aufnahmesession. Das stimmt. Wir müssen gleich wieder FIFA spielen. Sarah Cott hat zu viel Formel 1 gespielt und nicht sinnvoll ist. Teleportation. Damit er gleich wieder rausfliegen kann in den nächsten Donnerstag. Das stimmt. Die sind bei dir? Siehst du, da hast du halt nichts gegen, weil du. Leicht. Ich sehne mich nach dem Kampf. Hast du noch Mothershipper irgendwo oder ist der auch schon gestorben? Nicht immer Klumpen, ihr Idiotne! Idiotne! Klumpen ist gar nicht so schlimm. Du hast mehr, kannst hinterher. Einfach hinterher. Hinterher. Laufen! Und wenn da gleich Marines stehen, dann nicht da reinrennen, bitte. Okay. Ja, da standen aber noch keine. Weißt aber mich auf, es hat was geschossen auf mich. Das hat mir gereicht, um zu sagen, ein Phoenix. Das hat gereicht, Phoenix, der blöd geflogen ist, den du hättest deshalb erwischen können. Aber gut. Ey, ich habe immerhin abgewehrt. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Hab ich denn jetzt zweites? Aber warum sind Phoenixes denn so teuer? Sind so ziemlich die günstigsten Ehrenhalt. Gut, Vikings gibt's noch, aber ein Phoenix ist mir definitiv lieber als ein Viking. Anal Pogan! Das ist ein ziemlich vulgäres Spiel, StarCraft 2 übrigens. Also ich hab schon so ein bisschen Phoenixes, hab ich jetzt. Nee, das ist doof. Ja, du solltest irgendwann dann den Switch auf Carrier machen, ne? Wenn du meinst, du hast wirklich mehr als er, hast du plus 1 für die Air-Dings? Nee. Dann bauen wir jetzt ein im Fleet Beacon. Und dann gibt's da, in dem Fleet Beacon gibt's ein Upgrade für Phoenixes, das solltest du nehmen. Okay. Und dann auf. Soll Carrier ich jetzt weiter Phoenixes bauen oder nicht? Ja, solange bis du was anderes bauen kannst. Okay. Teleportation! Erfolgreich. Und ja. Drittes und viertes Stargate adden. Also wie viel Geld soll ich denn haben? Ja, der andere hat auch drei Stargates, aus denen er Phoenixes pumpt. Also da solltest du schon mitmachen. Außerdem, wenn du ein bisschen Worker bauen würdest, hättest du das Geld. Mach ich, aber... Was, geben. Was brauchst du denn? Viel Geld. Ich hab dir mal 600 gegeben. Ja, da kann ich Stargate bauen. Kann ich sogar alles bauen. Kannst auch eine dritte dabei machen und Worker bitte bauen. Du hast so wenig Worker. Worker baue ich. Nicht alle an einem Pylon, bitte. Das, hat wie sonst unschöne Pylon. Konsequenzen. Da stehen zwei Pylons. Oh ne, da nicht.
Ah, die Widowmine war schön, oder? Ich habe nicht aufgepasst, aber gut. Bestimmt gut. Ich wurde gescannt. So, die Phoenixe sind fast tot. Wenn du jetzt finishst, wäre gut. Sehr gut. Alle Phoenixe tot. Das war doch schon mal gut. Widowmine, Stim und Phoenixe zum Killen. Sehr schön. Ich habe aus dem Warp Gate noch überhaupt nichts gebaut. Teleportation erfolgreich. Hier brauchst du dann nicht. Meist. Also es gibt auch welche, die tatsächlich Warp Gate cutten. Das wollte ich dir jetzt nicht empfehlen als Anfängertheorie. Nee, das hätte ich auch nicht gemacht. Weil dann hast du überhaupt keine Transition-Möglichkeit. Schon 2-2. Ich glaube, die pushen gerade. Wen verstehen sie nicht da, wo sie eigentlich stehen sollten? Ich hab Phoenixes, das war's. Ja, das ist gegen den Terraner halt ein bisschen blöd. Also, ja, ist aber gut. Jetzt solltest du aufhören, Phoenixes zu bauen und auf Carrier gehen. Eigentlich müsstest du bauen können schon, ja. Ich kann ja auch wieder ein bisschen mich fliegen. Das wäre schön. So, jetzt habe ich leider alle dein Geld mir, mein Gas dir gegeben. Supply Block! Ich bin sowieso auch Supply Block. Ja. Alles gut denn. Aber Phoenix ist eigentlich gut jetzt. Also ich habe viele Phoenixes, würde ich damit sagen. Ja, und zweiten Cybercore bauen und weitere Upgrades nehmen. Okay. Komm, bauen jetzt. Und eigentlich können wir auch gleich mal pushen. Wobei du hast. Wir warten auf die Carrier bei dir. Wie viel Supply hast du? 6-0. Mann, ich finde sie einfach nicht. Wo stehen sie denn rum? Da. Er geht auf Ravens. Oh, Zarok. Ich hoffe, du kannst ein bisschen deine Einheiten splitten. Natürlich. Da mein vollstes Vertrauen in dich. Man nennt mich auch den Split. Bananensplit. Genau. Aber Phoenixes habe ich. So, ich bin jetzt gleich gemaxt und übernehme ich nur noch die Aufgabe, dich zu feeden. Ich bin nicht gemaxt. Solange du gemaxt bist mit Carrier. Chrono-Boost auf die Carrier setzen, die brauchen ewig. Also ist auch sinnvoller, als auf die Upgrades den Chrono-Boost zu setzen. Okay. Brauchst du Gas? Nee, du bist Terraner. Nein, ich bin jetzt also quasi gemaxt. Sie kommen, vorne. Overcharge, hast du irgendwas Overcharge-mäßiges? Das ruckelt so unglaublich. Aber sie sterben komplett weg. War gerade auf Move-Command, glaube ich. Ich versuche ja alles, die Dinger wegzumachen. Die ja, ist gut. Boah, ist das ein Friedhof hier. Jetzt kommt leider der Protoss hinterher, aber ich glaube, es ist einfach zu wenig. Ich fliege den mal nach, ne? Das Mothership angreifen, bitte. Auf den Schwingen der Geräte. Alles ganz klar. Oder jetzt Chrono, Fokus auf die Carrier, so wenn er da wegfliegt. Und jetzt wieder Mothership. Das hat mich schon ziemlich viel gekostet, muss ich zugeben, aber... Verstanden. Ich versuche den Mothership, dem Ding jetzt nachzufliegen, ne? Carrier ist gefallen. Na ja, gut. Ich brauche eigentlich jetzt zum Finishen, Protoss. Ja, lass mich. Da ist noch ein Carrier, den versuche ich auch mitzunehmen. Ja, das ist gut. Du kannst über der campen über deren Stargates. Okay. Ich füge Upgrade durchgeführt. Boah, ist das ein komisches Spiel, ey. Ich muss ja zugeben, ich habe noch nie Mars Air gespielt. Anal Pogant! Nee, den Mothership Core kannst du vergessen. Nee, dann mit dem Overcharge. Gut, dass du den falschen Overgecharged hast. Das war auch schön. Verstanden. Dann fliegen wir dann mal wieder außen rum und dann wieder Richtung Stargates. So. Nein, nicht in den Overcharge. Fahren wir fort. Träger eingetroffen. Warp fällt online. So, eigentlich sollten wir es jetzt gleich langsam mal einsehen. Wie sieht's bei dir aus? Bist du mein Carrier? Die Carrier kommt gerade nach vorne und ich greife das Stargate an. Ja, du kannst versuchen, die Stargates zu fokussen mit den Carriern. Das mache ich gerade. Ich fokusse aber auch lieber den Dingens. Wer ist das? Den, ne? Nicht so doof da reinfliegen, bitte schön. Nehm doch jetzt endlich die Cannon raus, du Idiot. Oh, ich habe ja noch 4 Carrier hinten. Was mache ich denn für eine Scheiße? Verstanden. Ach, ich bin blöd. Kriegst du das hin? Ja. Also er versucht verzweifelt, sich nochmal zu recovern, weil er gesehen hat, wie scheiße wir in den letzten Spielen gespielt haben. Sonst wäre er schon draußen. Dann kommen dann die anderen Carrier nach vorne, da könnte nochmal wichtig werden. Ich setze mal den Waypoint nach vorne jetzt von den Carriern, dass jetzt wenigstens alle kommen. Ich habe übrigens das Carrier-Upgrade, habe ich auch. Hm? Auf den Schwingen.
Immer noch irgendwo eine Base. Ja, die hier oben. Ah ja, okay. Meine, versucht jetzt ernsthaft in die Ecke zu fliegen? Die Zeit meiner Phoenix ist... Oh, ich brauche jetzt Unterstützung. Warum ist sowas nicht früher? Weil früher noch nicht so viel los war, ja. Versuch nicht, wieder alles komplett in den Tod zu schicken vorher. Deine Reinforcements meine ich damit. Ich habe die Waypoints hier vorne hingesetzt. Also alles gut. Wir werden das noch verlieren, da habe ich keine Zweifel dran. Aber jetzt kommt der Nergorix. Ich komm mit rein. Achtung, das sind 4 Carrier, ich habe nur 2 bisher. Die anderen fliegen nur nach vorne. So, ich greife wenigstens irgendwas an. Ich versuche die Stargates rauszunehmen, kümmere du dich um die Carrier. Ja, die fliegen aber halt davon, du musst denen hinterher, ne? Ich kann halt nicht ins All fliegen. Das Problem ist, meine Carrier brauchen ein bisschen nach vorne fliegen. Hast du auch komplett Carrier-Auslastung, also alle Dingens ausgelastet? Weiß ich nicht. Warum nicht? Wo steht da denn? Ja, auf deine Stargates gucken. So, ja, die bauen alle Carrier. Hast du Geld über? Geld, Minerals, ja, Gas brauche ich. Wenn ich kein Gas für Carrier habe, habe ich auch... Oder dann baue weitere Gates und Cannons vielleicht. Wir versuchen jetzt zu Base trainen. Versuch mal, du die Base rauszunehmen. Okay. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Oh, ich habe hier ein Problem jetzt. Hier sind ein Haufen Marines. Base ist raus. Da ist ein ganzer Arsch von Marines. Ich bin im Max. Brauchst du Geld? Ja. Gas vor allem. Wie viel Carrier euch vorne? 6 oder 7 Carrier euch vorne? Kommen noch welche dazu? Sie wollen halt jetzt komplett uns wieder hier... Narren. Ja. Wir pushen jetzt erstmal hier hoch zu der Base. Warte auf Order. Boah, sehen diese Vikings mit den Skin gefährlich aus. Hat mein Carrier gerade gesagt, out of order? Da ist übrigens der Terran. Ja, ja. Mit den Carriern bitte mich gleich supporten. Okay. Tech Move. Ich supporte. Glaube ich. Supporte ich? Also nicht. Mach ich überhaupt irgendwas? Ich mach gar nichts. Ich stehe rum. Ich stehe rum! Junge! Guck mal, wie gut ich bin, ich stehe rum! Ist die dann nicht mal GG? Trotzdem ist Mars eher scheiße. Gespielt haben, und trotzdem ist Mars eher scheiße. Yay! Was schreibst du jetzt? Schreibst du jetzt Gonrell an? So, ich muss mal eben eine Nachricht an die loswerden. Ich würde sagen, an dieser Stelle war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken, unten rechts ein anderes Projekt von mir. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.